Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Trading Tipps. Unsere Empfehlung für Sie heute am Freitag ist Siemens Energy. Die Aktie ist zuletzt deutlich unter Druck geraten. Wir sehen es hier im Chart noch zu Jahresbeginn knapp über der 34-Euro-Marke. Gab es eine Aktie zuletzt sogar unter 24 Euro zu haben. Inzwischen scheint aber ein Boden gefunden. Aktuell notiert Siemens Energy im Bereich 26 Euro, heute auch mit einer freundlicheren Handelseröffnung. Und wir setzen darauf, dass sich diese Erholung in den kommenden Tagen weiter fortsetzt. Was spricht dafür? Zum einen gab es zuletzt neue Gerüchte, dass Siemens Energy die Tochter Siemens Gamesa, den Turbinenbauer, komplett übernehmen könnte. Rund 67% hat Siemens Energy bereits bei der damaligen Abspaltung von der ehemaligen eigenen Mutter Siemens mitbekommen. Doch klar ist, diese Strukturen sind nicht optimal. So lässt sich kaum durchregieren, kaum mitbestimmen bei Siemens Gamesa. Und auch wenn es zunächst einmal ein Dementi gab, ist es durchaus möglich, dass eine Komplettübernahme angestrebt wird, was sich langfristig für Siemens Energy durchaus auszahlen sollte, denn klar ist, das Geschäft mit den Windturbinen ist zukunftsträchtig, steht für die neue Energiewelt und gerade hier muss Siemens Energy einiges tun, denn natürlich die Energiewende, die großen Gasturbinen, die es einst produziert hat, die sind nicht mehr so gefragt und da kommt eine Komplettübernahme von Siemens Gamesa gerade recht. Hinzu kommt natürlich, dass es auch operativ bei Siemens Energy wieder ganz gut laufen sollte. Siemens Energy ist auf dem richtigen Weg, kann die Altlasten nach und nach von sich abstreifen und das dürfte sich in den kommenden Quartalen auch in den Zahlen widerspiegeln. Auf dem aktuellen Niveau ist die Bewertung deshalb durchaus attraktiv. Kurse im Bereich 30 Euro sollten auch von diesem Gesichtspunkt her in jedem Fall drin sein. Und wer auf einen schnellen Anstieg in diesen Bereich setzen will, kann dies natürlich wie gewohnt auch wieder mit Hebel tun. Ein Faktor Long unseres Partners Morgan Stanley bietet sich hier an. Wir sehen ihn hier eingeblendet, Kurs 7,88 Euro, Faktor 3. Und geht das Szenario auf, steigt die Aktie in den Bereich 30 Euro, sind hier rund 40 bis 45% Gewinn möglich. Absichern würde ich die Position mit einem Stoppkurs bei 6,50 Euro. Das war's von meiner Seite bereits wieder für heute. Ich wünsche Ihnen gute Kurse, ein schönes Wochenende und freue mich, Sie auch kommende Woche wieder zu einem weiteren Trading-Tipp begrüßen zu dürfen. Bis dahin. Oh.